Schönen guten Tag, Freunde der Sonne. Wir sind mal hier im Porsche Zentrum Niederrhein. Mal gucken, was so abgeht. Vielleicht finden wir was Lustiges. Mal schauen. Ach, guck mal hier. Das Fahrzeug kennen wir aber auch. Das ist nämlich vom Axel Schweiß. Stein. Aber du kannst mir mal einen Gefallen tun. Was soll ich denn? Warum soll ich dir denn einen Gefallen tun? Du bist doch hier so ein Autoklaus, ne? Nee. Schade. Ich bin Greenkeeper vom Golfplatz. Der mit dem Golfcaddy mal durch die Gegend fährt. Ich muss ja meine Reifen anlernen. Kannst du da immer dran drehen, bitte? Ja, klar. Ja. Ja, wir bocken den auf und dann laufen wir mal so rum und dann. Ja, klar. Machen wir. Ich habe letztens einen doofen Spruch gehört. Weißt du, was richtig peinlich ist? Wenn du dir morgens früh mit der Morgenlatte gegen die Wand läufst und dabei die Nase brichst. Das ist scheiße. Das ist doof, ne? Ja. Habe ich mal länger drüber nachgedacht. Ziemlich deprimierend. Hm. Weißt du, was mir gerade auffällt? Dass du eine krumme Nase hast. Hör mal, ich muss jetzt gleich mit meinem Pornomierer eine Runde düsen. Kommst du mit? Ja, wollte ich mir immer angucken, deinen Stuhl da. Aber du sitzt rechts, ne? Nee, das kannst du vergessen. Du kannst doch gar nicht über mein Lenkrad gucken. Ich beiß immer das Lenkrad, Bro, und dann lenke ich. Ja, so, genau. Entweder mit dem Ellbogen lenken. Ja. Oder reinbeißen. Wir können auch hier, du hast doch bestimmt Capital Bra und so weiter. So, oder Fahrrad Bang oder so. Nee, ich habe keinen Spaß dran. Nee, ich höre nur so einen alten Kram. So Genesis und so, oder was? So alten Hip-Hop-Krempel. Tupac und so. Tupac. Alte Kram, weißt du so. Können wir gleich mal. Fenster runter? Du sitzt ganz tief, ne? Ja, genau. So gerade durch die Fenster so gucken können. I'm throwing Sean down and I roll the best weed cause I got it going on. I'm a nice dude with some nice dreams. See these ice cubes, see these ice creams. Eligible bachelor, $1 million boat. That's whiter than what's spilling down your throat. Aber hier, was wir eigentlich erzählen wollten, dieses wunderschöne Classic-Radio hier, guck mal. Das habe ich hier mitgebracht übrigens. Das Einzige, was ich ein bisschen unpraktisch finde, ne, weil das passt halt nicht ins Auto, ne? Oder du packst das hinten in den Kofferraum, ne? Das ist natürlich. Aber da musst du mal hinten lauter machen, willst du das Auto hier, ne? Schönes Porsche Classic Radio. Da kannst du nämlich in deinen alten Elber FO der bis 993 das wunderschöne Ding hier reinballern. Du hast quasi moderne Technik in deinem alten Auto. Hier mit. Ist das jetzt auch Bluetooth oder nicht? Ja, klar. Sagst du einfach. Das ist so. Zeig mir das doch mal. Ja, nee, ich will ja mein Telefon hier nicht verbinden. Das hat ja jeder, weißt du. Das Schöne ist, meine Mutter zum Beispiel, ne, weißt du. Die hat das Internet gelöscht. Nee, die Ding, das hat die auch schon gebracht. Aber wenn ich mit der FaceTime, ne, dann nimmt der das Handy immer so an Ohr und dann sagt die, ich sehe dich gar nicht. Ich sehe nur so eine dreckige Ohrmuschel und denkst du, was? Ich sehe dich gar nicht. Also, ne? Ich habe nämlich gesehen, das was kostet der Bock denn? Scheißegal, oder? Ja. Wir nehmen zwei. Nee, 1500 Euro, glaube ich, ungefähr. Also nicht ganz so günstig. Aber was ich viel geiler finde, guck mal hier, jetzt gibt es nämlich auch für 996 hier so ein vernünftiges Radio mit Navi. Weil 996, verstehst du, wenn du da jetzt zum Beispiel, ich meine, ist nicht dein aber, Auto. Nee, soll ich sagen, aber bei 996 würde ich mir eher ein neues Auto holen und nicht ein neues Radio. Ja gut, dass du dir da ein neues Sag mal, Auto bist du 996 Fan, oder? Findest du 996 wirklich gut? Ich finde 996 tatsächlich nicht verkehrt, ja, muss ich sagen. Ja. Aber auch optisch, meine ich. Ja. Technisch gar keine Frage, ja, aber optisch? Optisch, ja, doch. Wirklich? Ich meine, ich bin ja 996-Kind. Der erste Porsche, den ich gefahren bin, war 996. Damals 2004, 2005. Da tut mir leid. Da tut mir wirklich leid. Ja, macht schon nichts. Ich finde wirklich, also ich bin ja auch Cup-Auto und 996. Schein mal vor und das geht gar nicht. Ja, gut. Finde ich nicht. Musste doch, das ist. Ja, guck mal, wer ist denn da? Oh, hey, Hans Jürgen! Ja, hallo! Ja, hallo! Hör mal, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich will jetzt fahren. Kommst du mit? Ja, komm, wir fahren jetzt. Tschüss. Ja, schön, dass du mitkommst. Boah, ist ja laut, ey. Richtig laut, ne? Ich finde, ja, am Anfang fand ich es erstmal richtig komisch, als ich erstmal Elektroauto gefahren bin, ne? Das ist ein seltsames Gefühl, ne? Ja. Aber ich finde das auch total geil. Jetzt mal ganz im Ernst, weil du bist ja auch so ein Verbrennungsklaus, ne? Aber so für die Stadt, von hier nach da mal eben was abholen, nur allein im Elektromodus, finde ich total geil. Ja. Voll entspannt. Also ich finde das super gut. Aber ich würde ohne Witz gerne mal mit dir auf Rennstrecke, ne? Weil ich bin, weißt du ja, ich habe ja auch eine Rennlizenz und bin ja schon ein paar Rennen gefahren. Bist ne? du nicht mal Fiesta Cup oder sowas gefahren? Fiesta und Mini, ne?
Fiesta. Mit Hardcore. Mini, ja. Seat Leon Super Copa Cup. Und Scirocco und so. Stimmt, ja, Leon also Super Copa. Der Leon Cup, der war. Wann war das? 2007, 2006? Immer wieder mal, ne? Von, also seitdem ich 18 war eigentlich. Und dann immer wieder mal so ein paar Rennen im Jahr gefahren. Alter, aber wer hat denn hier die Sitzheizung auf? Ich hab dir die Sitzheizung angemacht. Das war freundlich von dir. Dachte ich mir, du kannst mal ein bisschen was vertragen. Bist doch schon happy, du warst doch schon so gebibbert die ganze Zeit. Aber Seat Leon Super Copa Cup war schon echt eine ziemlich coole Rennserie, fand ich. War auch ein gutes Auto eigentlich. Ich bin ja 2002 bis 2004 bin ich Lupo Cup und Polo Cup gefahren. Und für die schönsten vier oder was gab es dann mal irgendwann so einen Testtag auf so einem Seat Leon Super Copa in Oschersleben. Das werde ich nie vergessen, weil da bin ich mit meinem Teamkollegen in die Tiefgarage vom Hotel gefahren und neben uns unsere anderen beiden Teamkollegen. Und der ist volles Matt in die Mauer von der Tiefgarage eingehämmert. Da hatte irgendwie Blackout oder was. War überfordert, keine Ahnung. Roms! Und wir saßen im Auto, hat er nicht gemacht. Manuel Lauck, genau. Mit Manuel Lauck war ich da. Wer war denn noch dabei? Die Nägele-Brüder. Ich weiß es nicht mehr. Krieg ich nicht mehr zusammen. Wo fahren wir jetzt lang? Hier links oder was? Am besten direkt wieder zurück. Warum? Ich hab Angst. Ich fahr mal 135 auf der Straße. Bist du auch so ein guter Beifahrer? Sag mal ehrlich. Ich hasse es. Ja, ne? Weil wenn man selber weiß, was passieren kann, dann ist man auf dem Beifahrer ausgeliefert, ne? Ja, vor allem das Schlimme ist, ich habe schon so viele Defizite zwischen Sitz und Lenkrad beobachtet in meinem Leben, dass ich da, dann ist es schon schwierig. Aber es gibt ein paar Leute, da kann ich extrem gut mitfahren und da kann ich sogar schlafen auf dem Beifahrersitz. Es gibt wirklich nicht viele Leute, wo ich dann auch mich daran hinsetze, ne? Ich fahre jetzt auch nicht bei jedem direkt mit. Ja, ich bin vor allem nicht bei so Kläusen, ne? Die sich vielleicht ein teures Auto gegönnt haben, weil sie vielleicht viel Geld haben, aber ne? Es ist ja oft... Geht das ja nicht gut, wenn die Leute dann tatsächlich das Ding nicht bewegen können, ne? Also wir haben ja relativ viele Sportfahrer und auch so, ich sag mal, Hobbyfahrer hört sich immer so gemein an, aber Jungs, die aus Spaß an eine Freude zum Beispiel auf der Nordschleife fahren, ne? Und ich habe mich jetzt jüngst erst mit einem unterhalten, dem ist dann auch aufgefallen, schon nach drei Runden, dass es nicht reicht, ein schnelles Auto zu haben. Das schnelles Auto wird trotzdem vom Polo überholt, weißt du, weil der Junge in dem Polo hat, weiß, wo es lang geht. Er lässt dann richtig gehen. Ja, guckst du doof. Ich weiß nicht, wie geht dir das? Aber mir geht so, umso älter ich werde, umso entspannter bin ich mit dem Autothema. Weißt du? Eigentlich ja. Also du hast ja auch ne, dieses Gehen, ne, komplett rot zu sehen und im Kampfmodus zu sein. Ne? Und dann bin ich aber auch da. Also da kenne ich auch keine Freunde mehr. Das ist klar, aber ich sag mal, früher hat man sich so voll gestresst mit seinem Auto immer. Findest du nicht? So, ja. Das muss hier und da und hin und her und Und also, ja, und Kratzer auch und so, ne? Erste Auto, was man sich gekauft hat und so. Ne? Ich bin immer noch super penibel, aber, ja, aber ich ärgere mich so eine gewisse Gelassenheit ist, Gelassenheit ist einfach dabei mittlerweile. Ich habe ja neue Pellen drauf. Ich habe ja 21 Zoll. Boah! Fuck! Was ist das denn hier? Ein Rennwagen? Warte mal. Das ist ein Nissan Skyline. Aber guck dir die Folierung oder was das ist an? Ja, guck mal, die Räder. Warte. Boah, guck mal, der da hinten für ein Rohr dran hat, der mal. Da musst du ein Gitter vormachen. Warte, du musst mal gucken. Seht ihr das mit dem Haifisch-Dingsbums da? Ich find das geil. Ich find das geil. Also, du guckst also, dann. Geschmack ist ja wirklich, ne? Ein dehnbarer Begriff. Ja, ich find das nicht schlecht. Was meinst du? Ich find dieses ganze Folienthema, das gibt so ein bisschen gewissen. Weißt du, kreativen Freiraum gibt das. Du machst auch Folierung, ne? Schutzfolie machen wir. X-Pad. Nein. Kannst du bunte Folie machen? Ich dachte, du würdest auch Folie machen. Jetzt wäre es irgendwie. Steinschlagschutzfolie, glänzend und matt. Ich kann den Folierer empfehlen, aber das war da noch. Steht da drauf. Böse Maschine steht da drauf. Warum? Mal, also siehst du das auch? Was meinst du? Hat er an seinem Quad einen Anhänger? Nee. Was ist denn hier los heute? Guck mal, da müsst ihr euch mal angucken. Da, guck mal, der hat an seinem Quad einen Anhänger. Oder auf dem Anhänger stehen Roller. Ich geh kaputt, ey. Hier, Mörs, was ist mal los? Nee, mach aber, doch mal Launch Control Start jetzt. Aber weg. Kennst du das? Aber lass die böse Maschine erst wegfahren. Aber kennst du das, wenn man so neue, alte Pellen wegbringt zum Beispiel und denkt so, ja komm, jetzt sind die ja runter, Hinterräder, kannst du nochmal schön ein paar Donuts ziehen. Kennst du das auch? Ja, ich hab. Na, das hat sich ja gelohnt. Ja. Warst du wieder nervös, ne? Ja. Da warst du wieder nervös. Nee, kennst du das nicht, wenn du so einen Satz Räder wechselst und denkst, komm, da machst du eine richtig schön Glatze? Ja, sicher.
ich schon sehe, wie du dein Lenkrad festhältst. Da kriege ich ja echt Plack. Ja, sehr froh, dass ich in der Hauptfesthaltung nicht so mit dem Knie lenke. Kennst du die Leute, die die ganze Zeit irgendwas anderes machen sollten? So, den ganzen Tag so fahren. Noch was in Notizblock schreiben und so. Da halte ich gar nichts von. Nee, aber ein bisschen so, der Geschwindigkeit geradeaus ist ja jetzt nicht schlimm für dich, oder? Nein, war ein Spaß. Ich wollte mal ein bisschen Dramatik reinbringen. Bonbon aus Wurst. Jetzt wird er nervös. Kennst du nicht die Leute? Wenn ich mal so vergeben ist, denkst du, nur weil er Blaulicht kommt, klar, jeder muss Platz machen, aber direkt hektisch werden und immer Schlangenlinien fahren. Nur weil man nicht weiß, wo der herkommt. Ach, großartig. Ich habe mal irgendwann, das ist schon ewig her, habe ich mal ein Video gemacht, ne? Das große Sitzposition ABC, ne? Alter, ist ja, wenn du dir das anguckst teilweise. Großartig. Ne? Also vor allen Dingen das Schlimme ist ja, es gibt Leute, die sitzen im Auto, wenn die an der Ampel stehen, ne? Und seitlich den Fahrradfahrer trifft, sind die tot, weil die durch diese minimale Erschütterung sich jetzt Genick brechen, weil die irgendwie an der Sonnenblende hängen bleiben oder am Rückspiegel hängen. Die so in dem Koffer sitzen. Da fragst du dich immer, wie können die überhaupt noch einatmen, wenn die so hinterm Lenkrad eingequetscht sind? Weißt du, was ich mich frage? Wo haben die das her? Wo haben die sich das abgeguckt? Fahr du schon mal vor. Ich fahr mal eben nach Hause. Ich komm aber gleich wieder. Ich komm gleich wieder. Aber. Tschüss. Lass uns noch wiedersehen. Wiedersehen. Weißt du, mit den Schauspielern, ey, so arrogant, ey. Boah, komplett abgehoben. Can't touch this.